Hallo Leute, willkommen beim LS22 Survival im Niemandsland. Werde ich es schaffen, im menschenleeren Grenzgebiet einen erfolgreichen Hof aufzubauen? Dies ist Teil 58. Und hier haben wir sie, unsere kleine abgemähte Wiese mit Steinen, die mal ein Feld war. Ja, und jetzt möchte ich hier ja Gärten hinbauen, soweit die Finanzen reichen, in der Hoffnung, dass ich dann schneller Geld verdienen kann, um mir dann das Produktionsgebäude kaufen zu können. Gut. Und wie mache ich das am besten? Ich glaube, ich asphaltiere das erstmal. Das kostet zwar Geld, aber dann gehen die Steine weg, denn die stören mich irgendwie. So. Oder ich verwandle es in Erde. Ja, ich glaube, das passt für diesen Zweck besser. Und da könnte ich auch ein bisschen hier weiter rangehen. Denn... ja, ich brauche nicht so einen breiten Streifen zwischen meinem Weg und den Gärten. Und dann kriege ich da wahrscheinlich mehr unter. Also gut. Malen... Dreck. Klingt immer so. So, nach Dreck. So. Jetzt muss ich natürlich auch aufpassen, dass ich nicht mein ganzes Geld hier jetzt für die Erdbearbeitung ausgebe. Aber das Malen ist ja relativ günstig. Ja, ja, mich ein bisschen näher. Also, zu Feinheiten kann ich mir jetzt nicht leisten. Das muss dann so bleiben, wie es ist. So. So. Und wenn ich mal reicher bin, dann mache ich Korrekturmalungen. So. Und ich will mit den Gärtchen ja auch noch weiter nach links gehen, denn ich brauche dann ja keinen Wendeplatz mehr für die Helfer. Aber... das mache ich erst, wenn ich mir die Gärtchen auch leisten kann. Denn jetzt sind die Finanzen knapp. Und ich kann nur, ja, maximal 5 hinstellen. Ich würde sagen eher 4. Ich würde sie ja eigentlich auch gerne mit Saatgut und Dünger betreiben. Aber ich glaube, das ist mir aktuell erstmal zu teuer. Mal überlegen. Die bringen dann natürlich schon mehr. Aber ich glaube, es ist für mich günstiger, lieber in Garten mehr hinzustellen, als einen der Garten in doppeltem Betrieb laufen zu lassen. Obwohl, jetzt mal überlegen. Ich meine, vom Unterhalt gesehen ist es natürlich am günstigsten, wenn ich sie nur mit Wasser betreibe, weil das Wasser kostet mich hier nichts. Und das fließt aber in die Gewinnberechnung mit dem normalen Wasserpreis ein. Aber, tja, sagen wir mal 2000 Euro für Saatgut und Dünger. Ja, dann kriege ich nur 500 Liter Dünger, das ist einfach zu schnell verbraucht. Tja. Naja, in ein paar Stunden habe ich ja schon mehr Geld. Ich mache jetzt mal Gärtchen, solange das Geld reicht. So, und erst will ich noch mal gucken.
wie groß hier die Produktion ist. Das hatte ich ja hier schon mal geguckt. Und überlegt, dass ich die vielleicht hier so hinstelle. So auf halbe Höhe. Ja, und da will man dann natürlich auch ranfahren können. Da muss ich jetzt nochmal nachdenken. Weil ich ja zum Rangieren schon immer recht viel Platz brauche. Wenn ich es hier hinstellen würde, wäre es zum Rangieren am günstigsten für mich. Und dann könnte ich dahinter noch lässig einen Garten stellen. Aber da hatte ich ja auch gesagt, das sieht blöd aus, dann wird der Hof so wie zerschnitten. Und wenn es, sagen wir mal, hier ist, dann sieht der Hof irgendwie schöner aus. Aber der Platz da vorne wird dann mehr oder weniger verschenkt. Tja. Auf jeden Fall, sagen wir mal, Gärtchen sollte ich frühestens hier etwa anfangen. Kann ich mir das merken? Ja, ungefähr auf der Höhe von meinem Benzin-Dingenskirchen. Und die drehe ich jetzt so. Dass ich da dann so eine Gasse kriege. Eins. Und dann stelle ich hier noch eins hin. Zwei. Ich kann ja einfach erstmal in der Richtung. Und wenn ich dann mehr Geld habe, dann mache ich die gegenüberliegenden. Drei. Vier. Kann ich ja jetzt schon mal anfangen. Drehen. So, das muss ich mal ausrichten. Das ist ein bisschen schief. Okay, ich denke mal, so reicht der Abstand lässig. Tja. Da ist jetzt die Frage, will ich die Trigger überlappend haben, dass ich gegebenenfalls zwei gleichzeitig bewässern kann? Oder besteht die Gefahr, dass das manchmal nicht klappt? Ich glaube, ich mache es eher ein bisschen weiter auseinander, dass ich dann praktisch auf der einen Seite hinfahren kann und auf der anderen Seite zurück. So. Wo ist jetzt dieses... Ah, das Wasserding. Das war verschwunden, weil zu weit weg. Gut. Ja, ich denke mal, für den Anfang ist das ganz gut. Und in ein paar Stunden kann ich dann noch drei weitere setzen, weil ja Geld vom Fermentersilo reinkommt. Das ist jetzt nicht ganz in einer Flucht, aber ich denke mal, damit muss ich leben und kann ich auch leben. Und später vielleicht... Nächsten Monat oder so mache ich dann hier noch, da passen noch mal vier hin und hier passen dann noch mal zwei oder drei hin. Dann habe ich wirklich viele, viele Gärten und dann können die ordentlich produzieren. Dann kann ich teilweise die Sachen an die Produktion als Verteilen schicken und teilweise direkt verkaufen. Und manche Sachen verkaufe ich dann vielleicht einfach händisch, so, ja, dass ich sie hintrage und sage, guckt mal, wie schön, hier könnt ihr was kaufen. Also da bei meinem Hofladen stand. Okay, Trecker. Wo habe ich ihn denn, meinen Trecker? Da, mitten bei der Arbeit ist er ja dann. Dann will ich ihn da nicht weiter abhalten. So.
Und auf Oberon habe ich das schon gesehen. Da habe ich ja auch gewalzt, um Erfahrungen zu sammeln. Ihr hattet mir das zwar gesagt, dass wenn man walzt, wird es auf die erste Wachstumsstufe zurückgesetzt. Also eigentlich hochgesetzt, denn abgeerntet ist ja mehr oder ist nicht 0, sondern ist 5, ist am anderen Ende der Skala und dann geht es zurück. Und im November macht das was aus, dass man dann im Frühling wieder ernten kann, im März gleich. Aber ansonsten bringt es keinen Wachstumsgeschwindigkeitsvorteil. Und hier arbeite ich jetzt ja ohne Jahreszeitenkalender. Da dürfte es noch mal anders laufen. Ich nehme mal an, dass es mir keinen Wachstumsvorteil bringt hier, was ich hier treibe. Aber es bringt mir einen Düngevorteil, was ja auch was wert ist. Und ich will es aber einfach mal ausprobieren. Vielleicht habe ich ja Glück und kann das dann morgen schon wieder ernten, also nächsten Monat. Aber ich glaube es eher nicht. Und trotzdem will ich es ausprobieren. Jetzt hüpfen wir hier mal zurück zum. Ah, ich sitze im Auto drin. So, den da nehme ich jetzt zum Wasser transportieren. Oh, jetzt habe ich mehr Geld. Oh, das ist gut. Die Stunde ist rum. Okay, dann platziere ich gerade noch einen Garten. So, Produktion, Gewächshäuser, Garten. So. Und dann gucke ich mal, habe ich die kleinen Wasserdinger? So, also hier sowas könnte ich ja hier. Oh, reicht nicht, reicht gerade eben nicht. Oh, wie schade. Ja, aber das mache ich dann beim nächsten Mal, dass ich mir hier jeweils diese kleinen Hydranten hinsetze, damit ich nicht ständig hin und her fahren muss, damit das Gießen bequemer wird. Ah, und hier seht ihr übrigens die Weiterentwicklung von meinem mittelalterlichen Hofsilo, nee, Getreidesilo. Das ist bei Modhub aktuell gerade im Test. Vielleicht kommt es in den nächsten Tagen raus oder vielleicht schicken sie es nochmal zurück, dann dauert es nochmal einen Monat oder so. Und das gibt es jetzt hier in diesen drei optischen Typen. Und jeweils als kleines Getreidesilo, großes Multifruchtsilo, Kaufstation, also wo man so direkt kaufen kann, oder als Kaufsilo, wo man eine Sache kaufen und da reinfüllen kann. Also diese moderne Form der Kaufstation. Und hier kann man so Saatgut, Mineraldünger und so kaufen und hier auch Tierfutter. Ja, und ich hoffe natürlich, dass es bald rauskommt. Wenn ihr dieses Video guckt, ist es vielleicht sogar schon raus. So. Jetzt müssen wir hier erstmal aufmachen. Irgendwie finde ich diesen alten Wasserturm schon cool, den man immer erst aufschrauben muss. Ist natürlich lästig, aber cool.
So. Ja, da habt ihr auch schon gewünscht, dass ich den Trigger vergrößere, den Ausladetrigger. Und das macht durchaus Sinn, denke ich. Ich muss nur mal gucken, ob es nicht mit dem Türöffnungstrigger kollidiert. Und darum so klein ist. Ich fürchte fast. Früher konnte man das schon machen, dass man den Trigger so hat überlappen lassen. Aber das geht irgendwie nicht mehr richtig. Muss ich mal ausprobieren. So. Die kriegen jetzt alle erstmal nur eine Fuhre Wasser. Damit es schon mal losgehen kann. Ja, und wenn ich dann da die Hydranten hingebaut habe, dann fülle ich sie mal vollständig auf. Und wenn ordentlich Geld drin ist, dann wird auf mit Saatgut und Dünger umgestiegen. Und dann produzieren die riesig viel Zeug. Ich werde dann wahrscheinlich auch erstmal weitgehend auf Direktverkauf stellen. Sonst kriege ich ja hier den Palettenkoller. So. Vielleicht werde ich die Sonnenblumen dann nicht auf Direktverkauf stellen. Ich guck mal, was es bei den Sonnenblumen für Geld gibt. Denn die sind sowieso besonders lukrativ und dann lohnt sich's natürlich auch besonders, da einen besseren Preis für zu kriegen. Und es sind nicht so viele Kisten. So. Ich könnte ja hier schon mal einstellen. Erstmal gucke ich nach den Sonnenblumenpreisen. Die sind im Laden am besten aktuell. Und jetzt haben wir September, das ist ein ganz guter Zwischenpreis. Okay, jetzt, ich bin immer noch nicht voll, gut, dann kann ich nochmal weiter gucken. Dann kann ich die ersten Gewächshäuser schon anstellen. Nehmen wir erstmal hier Sonnenblumen, so. Und dann machen wir hier Kartoffeln. Und dann... Ich schalte einfach schon mal alle ein. Obwohl, dann werden die verdorrt. Und das geht meistens nicht automatisch, dass die dann wieder auf ihren schönen Look zurückschalten. Aber hier wird jetzt schon mal produziert. So. Und da hinten könnte ich ja durchaus schon mal ein bisschen noch Zeug verkaufen.
Ich muss halt dann rechtzeitig vom, ne? Vom Direktverkauf auf, zumindest teilweise, auf Behalten umstellen. Damit ich dann, wenn ich endlich meine Produktion habe, dass ich dann auch Material habe, was ich da hinschieben kann. Na, das werde ich schon irgendwie hinkriegen. So, ich hätte jetzt eigentlich die Tomaten einschalten können, jawohl. Oh. Die Tomaten sehen verdorrt aus. Okay, dann muss ich da nochmal ausschalten und wieder anschalten. Nein. Vorwärts. Jawohl. Und jetzt gucken wir hier mal. So. Ausschalten. Gut. Und wieder anschalten. Das haben die irgendwie übel genommen, dass ich es da eingeschaltet habe. Dann nehme ich hier mal Salat und gucken wir mal, der ist auch verdorrt. Man fragt sich. Dann lasse ich das jetzt erst mal ein paar Minuten. Irgendwann geht's auch wieder. Es könnte sein, dass es einfach ein paar Minuten braucht, um zu kapieren, ah, jetzt habe ich Wasser. Aber ich kann jetzt das danach schon mal anstellen mit Salat. Gehen wir einfach so eins nach dem anderen durch. So. Gut, und ich denke fast, ich will da... Ja, wie will ich das machen? Weil ich werde ja vielleicht hinter dem der Produktion, werde ich da noch eins haben. Muss ich mal gucken, ob ich da noch eins hinstelle. Weil ich habe ja nach links auch noch so viel Platz. Ich muss das, glaube ich, nicht so arg drängeln. Denn ich will ja auch keine 100 Gewächshäuser dahinstellen. Gärten. Also irgendwo hat es ja auch ein Ende des Vergnügens sozusagen. So. Ich baue einfach erstmal dann weiter da bis zu dem Marktstand nach und nach. Und dann werde ich mal sehen, ob mir das reicht oder ob ich noch mehr haben will. Denn ich wäre schon ganz froh, wenn ich einfach noch eine zusätzliche gute Einnahmequelle hier hätte. Damit es ein bisschen schneller vorangeht.
Und was ich mir auch überlegt hatte, also nur so ganz vage überlegt ist, es gibt hier ja Schätze und ich weiß auch, wo die sind. Die sind alle auf einem Fleck. Das heißt, wenn man dahin geht und die Schätze holt, macht es Sinn, sie gleich alle zu holen, dann hat man eine Million. Da kann man dann natürlich ganz gewaltig investieren. Naja gut, wenn man sich teure Trecker und Mähdrescher kauft, ist das Geld auch schnell weg. Aber das ist natürlich schon eine gewaltige Finanzspritze, die das Spiel stark verändert. Und darum habe ich mir bisher gedacht, das will ich nicht machen. Und jetzt werde ich manchmal so ein bisschen schwach und überlege, ob ich vielleicht doch die Schätze finden will. Ja, und das wäre auch meine Frage an euch. Soll ich die Schätze finden und dann eine Million mehr haben, was dann hier das Spiel, also dieses Let's Play, stark verändern wird? Weil dann habe ich auf einmal einen kräftigen Trecker. Also den würde ich mir wo anschaffen, einen richtig ordentlichen Trecker und wo auch noch mindestens zwei Stücke Land und so und ja, dergleichen. Vielleicht würde ich mir die Fast Bale kaufen und den Anderson Ballentransporter, weil man damit letztlich noch bequemer größere Mengen Ballen produzieren kann, als mit der Methode, wie ich das jetzt mache. So, jetzt schalten wir die nochmal alle an. Ich hoffe, das eine geht jetzt. So. Immer noch nicht. Nein, was habe ich angerichtet? Tja, schalten wir die anderen beiden an. Der Witz ist, es würde auch produzieren. So, aber es sieht halt hässlich aus. Jetzt machen wir hier mal Erdbeeren. Und beim letzten mache ich dann noch mal Sonnenblumen. Ja, die gehen gut. Und bis zum nächsten Stundenwechsel dauert's natürlich. Tja. Ja, habe ich mal wieder nicht rechtzeitig genug nachgedacht, sozusagen. Weil ich das ja wusste, dass die Gärten empfindlich drauf reagieren, wenn die Materialien nicht da sind und man schaltet sie ein. So, gucken wir uns das nochmal von Namen an. Oh, und da muss ich ja auch auf Direktverkauf schalten. Außer vielleicht bei den Sonnenblumen, wie gesagt. Weil die nur wenige Kisten produzieren und die aber viel Geld bringen. Okay, dann schalte ich hier mal. So. Da geht's los. Die behalte ich, ja. Die mache ich Direktverkauf. Soll ich die jetzt anschalten und das hässliche Aussehen riskieren? Ach ja, dann werde ich auch sehen, ob die von selber dann in den optisch schöneren Zustand kommen. Bisher hat es immer funktioniert, wenn ich es dann abgeschaltet habe und wieder eingeschaltet, dass es dann gut aussah. So, vielleicht wenn ich direkt hingehe. Denn sonst bin ich immer direkt hingegangen zu den Kandidaten, die mir Sorgen gemacht haben. So, die Tomatenpest. So. Und jetzt probier es nochmal. Jetzt probier es mal mit Erdbeeren. Wie verhext.
Also gut, dann bleibe ich jetzt mal bei Tomaten. Und dann gucken wir in der nächsten Folge oder so, ob die sich optisch erholt haben. So. Dann fahren wir den Wassertank wieder hier hin. Ich hab neues Geld gekriegt. Das ist gut. Ah, wenn ihr euch fragt, woher ich das Geld gekriegt habe, das ist das Fermenter-Silo, das die ganze Zeit produziert und im Direktverkauf direkt verkauft. Und dadurch kriege ich das Geld. Also kommt der nächste Garten. Richtig ausrichten, damit es möglichst ordentlich ist. So. Ich meine, das ist schon gut, dass ich hier jede Ingame-Stunde so viel Geld verdiene, um mir einen zusätzlichen Garten kaufen zu können. Die bringen dann ja auch ziemlich schnell Geld. Ach, hatte ich nicht aufgefüllt. Bravo, bravo. Also die bringen ja sehr viel schneller Geld rein als zum Beispiel Solaranlagen oder sowas. Weil man da ja auch noch Wasser reinfüllen muss und Aktionen mit hat. Ja, und die haben sich also ruckzuck amortisiert. Und dann ist man mit denen im Plus. Wie war das noch früher? Also in der ersten Version vom LS22, da hat man pro Gewächshaus in dieser Größe etwa 3000 Euro am Tag verdient. Und, oh, was ist jetzt los? Gibt es kein Wasser mehr? Mal gucken. Ah ja, jetzt gibt es wieder Wasser. Gut. Und das haben sie dann aber genervt und ich weiß nicht, wie viel man aktuell verdient pro Gewächshaus. Jetzt, wenn man alles händisch verkauft, also wenn man die ganzen Sachen zur Verkaufsstation bringt und dort verkauft. Und auf Direktverkaufen verdient man natürlich etwas weniger, aber dafür ist es viel bequemer. Und so eine Menge an Gärten kann man ja nur mit einem großen LKW noch zum selber Verkaufen händeln. Und dann ist man auch die ganze Zeit immer nur am Paletten ausfahren. Zumal wir jetzt ja auch Palettenlimit haben. So. Dann mache ich hier jetzt noch mal Kartoffeln. Ist das das Neue? Ich glaube ja. Na, das ist doch wunderbar. Oh, 2900. Das ist gut. Dann kann ich jetzt auch ein paar Hydranten. Das geht jetzt aber schnell aktuell mit dem, das Geld reinkommt. So. Oh, ist nicht ganz präzise. Hier auch nicht. Sowas aber auch. Nun gut.
Ich denke mal, da wird kaum jemand hier so abgelegen so genau hingucken. Außer vielleicht ihr, wenn ihr das jetzt von oben seht. Aber nun gut. So, Container. Da setze ich einen hin. Okay. Und später setze ich da noch mehr hin. Jetzt will ich lieber noch einen Garten platzieren. So, wunderbar. Und auf Dauer packe ich wahrscheinlich einfach neben jeden Garten so einen Hydranten. Dann kann man da einfach so langsam schleichend durchfahren und die nach und nach alle auffüllen. So. Jawohl. Dann kann ich den auch schon mal einstellen. Ich denke mal, ich nehme noch mal Sonnenblumen. Gut. Und jetzt muss ich ja auch noch das jeweilige behalten und so einstellen. Kartoffeln will ich direkt verkaufen. Und hier die Sonnenblumen will ich behalten. Erdbeeren direkt verkaufen, ja. Das heißt, dann kriege ich hier nur die Sonnenblumen geliefert. Und ich denke mal, für heute reicht das an Investitionen in Gärten. So. So hatte ich mir das jetzt hier auch nicht vorgestellt. Aber ja, die laufen einfach so gut. Und das Geld kommt ansonsten hier nur so tröpfelsweise rein. Und ja, darum viele Gärten. Das werde ich bestimmt auch noch in vielen anderen Let's Plays machen. Immer, wenn die Finanzen knapp sind, dann werde ich ein paar Gärtchen bauen. Damit die Finanzen schneller reinkommen. So, jetzt ist hier ja eigentlich eine Ingame-Stunde rum. Ja, aber sie haben nicht von selber umgeschaltet. Bisher. Ich probiere es nochmal händisch. Vielleicht muss ich es nicht. Jetzt hört man das Gießgeräusch. Mal gucken, ob das was hilft. Nö. So. Na, dann kann das Geld ja fließen, hoffentlich. Und schauen wir mal, was unser Friedel mit der Walze macht. Der ist fertig. Sehr gut. Dann kann ich ja mal... Ah, die muss ich jetzt erstmal abkoppeln. Und dann vorne dranhängen. Obwohl, die habe ich ja nur gemietet. Ich denke mal, ich gebe die auf jeden Fall zurück. Jetzt gucke ich erstmal. Denn morgen brauche ich sie ja so oder so nicht. 16.000 kostet die. Hm, und wie viel Miete nochmal? Ja. Na toll. ich denke mal, ich gebe die einfach mal zurück. Und wenn hier ein Wunder passiert, dann kaufe ich sie mir. Und wenn kein Wunder passiert, dann
Dann war das halt ein nettes Experiment. Und hier habe ich ja kein Winterproblem, also von November auf März und so, weil hier wächst es ja einfach das ganze Jahr über. Also gebe ich die einfach wieder zurück. So. Zurückgeben. Jawohl. Und habe ich euch schon hier dieses kleine Baumpflanzgerät gezeigt? Ich glaube ja. Ein Mod im Mod-Hub. Hier. Will ich mir bei nächster Gelegenheit wahrscheinlich anschaffen. Wobei es ist vielleicht, vielleicht ist es dumm, mir das anzuschaffen. Weil ich weiß nicht, ob ich noch viel mehr Wälder pflanzen will hier. Es macht mir irgendwie Spaß, Wälder zu pflanzen, aber will ich sie dann auch abholzen danach? Wahrscheinlich eher nicht. Ich würde dann mehr Wälder pflanzen und dann sind hier überall Wälder, die mich viel Zeit gekostet haben. Und ja, ich meine, ich könnte dann immer einen Teil des Waldes abholzen, bis ich dann die Lust verliere. Beziehungsweise bis ich die Mietkosten für den Vollernte amortisiert habe. Und dann könnte ich wieder weiter Bäume pflanzen. Frage ich mich, ob das so sinnvoll ist. Also ob das nicht einfach nur, weil es viel billiger ist, als der Basisspiel Pflanzer. Also hier, gucken wir nochmal. Da hatte ich ja schon überlegt, will ich den kaufen oder nicht. Und dann dachte ich, nee, so viel Geld will ich eigentlich nicht ausgeben für ein Gerät, das ich vielleicht später gar nicht mehr brauche. Und dann habe ich jetzt den gesehen und mir sofort runtergeladen im Mod-Hub und dachte, oh, den kaufe ich aber. Aber da frage ich mich auch, werde ich den oft genug benutzen, dass es Sinn macht, den gekauft zu haben? Also ich will nochmal weitere 100 Bäume an meinem Wald pflanzen. Und dann will ich, wenn ich mal das Grundstück da unten habe, südlich von hier, will ich so eine Zypressenallee pflanzen. Aber darüber hinaus habe ich eigentlich gar keine Pflanztätigkeiten vor. Außer, dass es mir irgendwie Spaß macht. Tja. Also so eine Pflanzkiste, wo man dann von Hand pflanzen kann mit einer Schaufel und so, das würde ich mir bestimmt anschaffen. Dann würde ich einfach immer mal wieder hier und da und dort Bäumchen pflanzen. So zur Zierde. Und so stelle ich mir die halt teuer so auf den Hof. Also da wie die Eiche oder so. Aber dies Maschinelle kann man so wenig steuern, wo es platziert ist. Also ich bin noch unentschieden. Nun gut, jetzt ist es 16.47 Uhr. Ich denke fast eine ganze nächste Folge schaffe ich hier nicht bei Tageslicht. Außer wenn ich langsamer mache. Ich könnte vielleicht langsamer machen und dann pflanzen wir mal noch in der nächsten Folge noch eine Runde Bäume. Und dann ist der September aber auch rum, denke ich. So, mache ich gleich mal langsamer, damit wir den Spätnachmittag noch genießen können. Okay, dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen und alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.